Ah, mein Spotter sagt schon, die Reifen sind stark verschlissen. Ja, und da hat er auch irgendwie recht. Die sind kurz vorm Platzen. Die gehen mir gleich um die Ohren und dann war's das. Oh nein, ey, und ich möchte doch eigentlich mal Punkte bekommen. Also das Rennen läuft gar nicht. Vorne links der Reifen ist richtig kaputt. Der ist richtig kaputt. Ich bin wirklich nur noch am Rumrutschen hier. Gutierrez kommt. Oh nein, Gutierrez kommt. Oh, ich komme kaum noch rum. Oh, ich muss so viel gegenlenken. Ich muss so viel krass gegenlenken. Oh, jetzt komme ich mir vor wie in der Rallye. Guckt euch das an, ey. Ich drifte hier aus den Kurven raus. Ich drifte. Oh nein, Gutierrez. Oh, ich muss auf die Innenseite. Oh, mein Teamkollege kommt auch noch. Und, oh, Button kommt auch noch. Jawohl, die Röster kommt auch noch. Ja, kommt alle her. Ich muss bremsen. Oh. Und ich muss hier rum. Oh, vorne links, der Reifen ist rot. Boah, das habe ich auch noch nie erlebt. Ey, vorne links, der Reifen ist rot. Und wenn ich rausbeschleunige, komme ich kein bisschen vorwärts. Boah. Geschafft. Geschafft. Ich habe es geschafft. Boah, nee. Ich dachte, ich pack das gar nicht mehr. Wer ist denn mit in die Box? Ich glaube, da ist der Button und der Derester. Button auf jeden Fall. Das steht oben links in meiner Anzeige. Mal gucken. Jetzt beeilen, Leute. Beeilung. Ich will neue Reifen. Boah, guckt euch das an. Habt ihr das gesehen? Die waren ja richtig runter. Komm. 3,1 Sekunden. Top. Top Boxenstopp. 3,1 Sekunden. Bam. So, jetzt auf die weiße Linie noch hier achten, dass ich hier nicht über die weiße Linie fahre. Boah, was war das denn? Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Wow, das hätte auch fast... Ne? Das wäre fast ins Auge gegangen. So, jetzt sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger mit meinen Reifen umgehen. Gerade was die Hinterreifen angeht und vor allem vorne links. Ich hoffe, das klappt jetzt um einiges besser. Oh, schnell mal überholen hier. Ist ja nur so ein kleiner Lotus. Jawohl, Button geht gleich auch noch direkt mit durch. Na sicher. Verdammt, ich dachte, er hält sich da jetzt so ein bisschen auf hinter dem Van der Garde. Aber nee, war nicht so. Wenigstens kann ich jetzt wieder vernünftig fahren. Oder einigermaßen. Oder wie auch immer man bei mir vernünftig jetzt definieren möchte. Ich habe keine Ahnung. Entscheidet selber. Entscheidet selber. Oh mein Gott, Button kommt. Button kommt. Das ist überhaupt nicht so toll. Ich hoffe, ich kann ihn hinter mir halten. Und ich hoffe, dass ich gleich direkt hinter Gutierrez und so rauskomme. Wenn die da außer... Oh, verdammt. Jetzt fahre ich wieder hier so einen Kack zusammen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch zum Heulen. Ich hasse es. Ich hasse diese Kurven. Wer denkt sich so einen Mist aus? Ich weiß, hier dieser Hermann Thielke, der diese Strecken alle baut. Ah, ich kann nicht dagegen halten. Keine Chance. Und der hat der DRS? Ne. Doch, der hatte DRS. Das fällt nur nicht so... Wow. Boah, was ein Überholmanöver im Grunde. Was ein Konter, ey. Letzte Rille wieder gebremst. Ich wollte doch eigentlich meine Reifen schonen. Mal gucken. Sind die jetzt in der Box gewesen? Ja, die sind gerade in der Box. Oh, ich hab sie alle wieder. Jawohl, gerade so. Das hat gepasst. Boah, das... Oh, was macht der Button denn? Boah, der hält einfach mal rein. Der ist immer noch in... Jetzt nicht mehr. Ganz knappe Kiste hier. Boah, das war aber übelst knappe Kiste hier. Ich dachte schon, der Button schießt mich hier ab. Boah, Leute. Wenigstens... Oh, ich bin in den Punkten. Ich bin auf Platz 10. Ich bin in den Punkten. Oh, das könnte ich sogar halten, wenn ich so weiterfahre. Wobei der Button, der drückt. Also der drückt richtig. Und ich weiß nicht, wie lange ich den hinter mir halten kann, je nachdem, wie lange ich hier das mit den Reifen so gemanagt bekomme. Aber das Reifenmanagement hier bei mir und F1 2013, das ist so wie Sonne und Nacht gleichzeitig. Das passt nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es liegt vielleicht am Setup. Aha, der Button fährt mit voller Drehzahl, wird vermutet. Deswegen kommt er auch so richtig gut ran und ich muss gleich auch noch die Drehzahl aufdrehen. Allerdings habe ich nur plus eine Runde Benzin. Nächstes Mal stelle ich vielleicht wieder mal auf vorsichtig. So mache ich das im Singleplayer. Nehme ich schon mal jetzt... Weg ist er. Aber ich halte dagegen. Weil ich will nämlich den Platz. Ich will nämlich den... Jawohl. Richtig gut gemacht. Oh, was ein Rennen hier. Button, ey, fettes Duell. Ich hatte, glaube ich, in keinem Rennen, außer jetzt in Australien, kein Duell so wirklich... Oh, jetzt kommt er wieder. Ich habe ja DRS. Ich muss ein bisschen... Sonst kann ich nicht gegen... Nein!
Jetzt ist er weg. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Wenn ich jetzt nicht kontern kann, dann ist er weg. Aber der fährt ja auch mit voller Drehzahl. Jawohl. Was hat er denn gemacht? Ich glaube, ich habe eine touchiert, aber egal. So, wunderbar. Was sagen die Reifen? Ja, das Reifenmanagement ist auf jeden Fall dieses Mal besser als gerade noch mit den weichen Reifen. Ich komme mit den harten hier im Moment auf jeden Fall besser klar. Ich versuche jetzt mal sachte aus den Kurven raus zu beschleunigen und nicht ewig hier Trigger auf volle Pulle. Ich dachte, das ist nicht so tragisch, aber anscheinend wirkt sich das dann doch schon ziemlich hart aus. So. Oh, ich hasse diese Kurven, ey. Oh, richtig ekelig. Ich sag's euch, jetzt der Button richtig schön weit weg. Was heißt richtig schön weit weg, aber relativ weit weg. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Luft nach hinten, nicht so wie gerade die ganze Zeit. Ne, die Kurve, die verhaue ich jedes verdammte Mal. Die verhaue ich jedes verdammte Mal. Das gibt es nicht. Mein Gott, ey. Oh, jetzt kommt er wieder angeschossen. Aber ich habe Kers, und ich mache die Tür zu. Oh, nein. Jetzt ist er wieder vorbei. Bisschen Windschatten, nein. Oh, und wieder hier das harte Manöver. Oh, und wieder geparkt zum weiß ich nicht wie vierten Mal. Hui, ich kann nicht mehr, meine Nerven sind am Ende. Ah, Kurve fast verkackt. Nein, ey, das gibt es nicht. Oh, ich war wieder eine Sekunde schneller unterwegs als in der letzten Runde. Oh nein, jetzt ist das Button wieder vorbei, jetzt muss ich gleich wieder kontern. Diese Kurven kann ich nicht so schnell fahren, weil mein Auto liegt einfach hier nicht so gut. Oh, ich habe eine wieder touchiert. Egal. Egal, ich muss überholen. Perfekt. Jawohl, ey. Das wievielte Überholmanöver ist das jetzt? Ich kann es nicht sagen. Runde 10 von 14. Vier weitere Runden und ich bin im Moment in den Punkten. Ich bin in den Punkten. Ich kratze an den Punkten. Ich kratze an den Punkten. Das ist nicht mehr viel. Und, also viel zu fahren. Und das heißt, es gibt mal ein Pünktchen. Oder ich weiß gar nicht, ob ein Pünktchen bekommt man auf Platz 10. Wenn ich mich nicht irre. Oh, so verkacke ich. Ich weiß gar nicht, wie man diese Kurve hier so schnell fahren kann, wie die das machen. Also ich kann es jedenfalls nicht. Ja, und wer kommt denn da noch von hinten? Das ist ein Lotus Renault, oder Supi. Nur wer ist das? Oh Gott, jetzt habe ich die Kurve wieder total verhauen. Und die hier verhaue ich sowieso jedes verdammte Mal. Oh, jetzt habe ich sie gepackt. Oh, ich habe es mal geschafft. Oh, Glück gehabt. Ah, verkackt. Oh, Button kommt wieder. Oh, Button kommt wieder. Oh nein, der hat gar keinen Platz. Oh, das ist ein Sauber. Oh, jetzt kommt Gutierrez. Der ist, wo ist er? Oh nein, jetzt ist er in. Er ist in. Nein, das ist meine Kurve. Und jetzt Button gegen Gutierrez. Und ja, Gutierrez ist an Button vorbei. Das heißt aber für mich trotzdem nichts Gutes. Oh nein, das darf mir nicht passieren, wenn ich in die Punkte will. Shit. Nein. Oh, Gutierrez fährt auch mit voller Drehzahl. Ich muss auch noch mit voller Drehzahl fahren. Oh, ich hab ne wieder. Auch wenn ich ne leicht touchiert habe, weil irgendwie werden die an der einen Stelle total langsam. Ich habe keine Ahnung warum. Oh. Platz 10. Ich hoffe, ich schaff das. Ich glaube nämlich, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe irgendwie gar kein gutes Gefühl. Oh, und da kommen noch drei mehr von hinten. Da kommen noch drei mehr. Da war auf jeden Fall schon mal ein Force India, den ich sehen konnte. Ich glaube, da ist dann auch mein Teamkollege dabei. Das, ja, der gelbe Punkt auf der Karte. Und dann habe ich noch Gutierrez und den Button. Oh, die Kurve habe ich jetzt mal richtig gut bekommen. Jetzt vielleicht... Ah, das ist keine Sekunde, die ich da rausbekomme. So, ich muss gleich auch mein Motorprogramm hochdrehen, damit ich noch ein bisschen wegfahren kann. Oh, jawohl, ich habe die Kurve mal gut bekommen. Soll ich jetzt mal vielleicht... Ja, komm, ich mache das Benzin gemischt auf Fett und behalte meine Anzeige im Auge, denn das in Melbourne, das passiert mir nicht mehr. Das passiert mir nicht mehr. Nein, nein, da achte ich jetzt schon drauf, das sage ich euch. Jetzt nochmal die Haarnadel. Diesmal greift mich hier keiner an. Oh, ich bin fast stehen geblieben. Hui. Nein, jetzt habe ich ein bisschen Zeit rausgefahren und bleibe auch noch fast stehen. Oh, was machen die Reifen? Ah, die müssen auch nur noch zwei Runden aushalten.
So, jetzt richtig hart. Oh nein, Guiterres kommt. Guiterres, oh nee, 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 nee. Huh, letztes Mal hätte mich Button ja bei der Aktion beinahe abgeschossen. Oh, Guiterres und Button, die drücken aber richtig. Ich sehe das ja hier so ein bisschen im Rückspiegel. Die drücken richtig. Aber im Moment, es läuft. Ich habe im Moment einen Punkt. Ich bin in den Punkten. Ich bin in den Punkten. Jawohl. Und rum. Oh. Also im Moment läuft es richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, jetzt hat Guiterres nicht mehr das Motorprogramm auf hoch. Jetzt kann ich mich absetzen endgültig. Und den Sack zumachen. Wenn mir jetzt kein Fehler mehr unterläuft, dann warten die Punkte auf mich. Dann warten die Punkte auf mich. Das sieht richtig gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Ich glaube, der Guiterres hat sein Motorprogramm runtergedreht und fährt jetzt nicht mehr auf volle Leistung. Und versucht nicht mehr, mich anzugreifen. Aber solche Fehler, die darf ich mir nicht erlauben. Weil sonst ist der Guiterres schneller da, als wie ich Nachos mit Salsa-Soße sagen kann. Oh, da kommt er schon wieder. Oh, da kommt er schon wieder. Oh nein. Ah, du kommst hier nicht. Oh, das ist ein bisschen unfair. Das ist sogar ein bisschen unfair. Egal, egal, egal. Ich mache jetzt alles, damit ich Punkte kriege. Ich mache alles für die Punkte. Und der Guiterres, der wurde jetzt überholt vom Button. Jawohl, da hat er wohl ein bisschen gepennt. Ja, so ist das, Freunde. So ist das, wenn man im Fight ist. Das kostet Zeit. Jetzt aber wieder der Button. Und das ist die vorletzte Runde. Die vorletzte Runde. Oh mein Gott, Button kommt. Oh mein Gott, Button kommt. Oh, das war eng. Oh, der ist immer noch in. Der ist immer noch in. Der ist immer noch in. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und so langsam fangen die Reifen wieder an. Ah, da seht ihr das schon. Ich fahre schon quer. So langsam fangen die Reifen wieder an. Jetzt ist das Benzin auf optimal. Ich fahre jetzt mit dem Benzin wieder auf Standardgemisch. Ich konnte mich leider doch nicht so gut absetzen, denn ich habe das Gefühl, der Button, der hat nochmal richtig aufgedreht. Kann das sein? Der hat nochmal richtig jetzt aufgedreht. Weil auf den Geraden kommt der richtig gut ran. Und ich habe letzte Runde gesagt, jetzt kann ich mich schön absetzen. Das war wohl nichts. Verdammt, das war mit Ansage. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh nein. Ah, hier rum. Oh, ich habe die Kurve gut erwischt. Aber das reicht nicht. Der Button kriegt schon wieder hier DRS. Ich habe nicht ein einziges Mal DRS gehabt, dieses Rennen. Verdammt. Irgendwas mache ich doch verkehrt. So, und die Kurve, die hasse ich. Aber diesmal habe ich sie bekommen. Schön mit Kers hier raus beschleunigen. Und jetzt kommt wieder der... der kommt sogar sehr gut. Ich muss das Benzingemisch nochmal auf Fett machen, damit ich mich überhaupt wehren kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, 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 ich wehr mich. Hart reingebremst. Das war richtig hart reingebremst. Ja. Wir empfehlen Gemisch 2. Boah, das wird nochmal richtig hart jetzt hier, die letzte Runde, die wird nochmal richtig hart, die wird nochmal richtig hart. Verdammt, jetzt muss ich da, oh Gott, dem Druck muss ich jetzt noch eine ganze Runde hier standhalten, dann habe ich den Punkt, dann habe ich den Punkt. Ja. Ah, nicht mehr viel. Eine Runde noch, Leute, eine Runde noch, drückt mir die Daumen und meine Reifen sind schon wieder tot. Aber nicht so schlimm wie die Weichen gerade, aber das ist trotzdem... noch ganz schön heftig. Oh, die Haarnadel. Oh, der Button, der ist richtig nah dran jetzt. Und der Guiterres auch. Das heißt, wenn der Button mich überholt, könnte die Lücke so groß sein, dass der Guiterres noch mit durchschlüpfen kann. Oh, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Und dann bin ich nicht mal mehr Zehnter. Dann bin ich nicht mal mehr Elfter. Dann bin ich Zwölfter. Oh nein, ich will nicht Zwölfter werden. Ich will Zehnter werden. Mann. Fernando Alonso hat gewonnen. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt gleich muss ich mein ganzes Kers, habe ich jetzt extra für die Gerade aufgespart. Mein ganzes Kers, dass wenn jetzt der Button angeschossen kommt. Wie viel, was sagt das Benzin? Oh, ich mach das nochmal auf Fett. Ich mach das nochmal auf Fett, damit ich mich überhaupt wehren kann hier mit Kers und fettem Gemisch. Und jetzt. Oh nein, der Button, der kommt nicht durch. Der packt das nicht. Jawohl, ich würde sagen, wenn ich jetzt nichts mehr... Oh, oh nein! Oh mein Gott! Oh fuck! Oh fuck!
Oh mein Gott, oh nein, nein, jetzt bin ich gar nichts mehr. Oh mein Gott, oh nein, das ist doch nicht wahr. Och, das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott, was war bitte zur Hölle das? Ich werd nicht mehr. Oh nein, fast 10 Runden halte ich diesen verdammten Druckstand und dann passiert mir das. Oh nein, ey, der Punkt ist weg. Oh, oh nee, ey, ich hab keinen Bock mehr. Och nein. Ich werde mich, glaube ich, noch beim nächsten Mal ärgern. Oh nein, ich hab's verkackt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es beim nächsten Rennen weitergeht, ich weiß gar nicht, wo wir das nächste Mal sind, ich glaube in Bahrain, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann und ciao.